Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist ein Hype-Begriff, der heute in keinem Vortrag fehlen darf. Dabei forschen Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten zur künstlichen Intelligenz. Zum Beispiel Professor Dr. Katharina Morek, Informatikerin und Leiterin des Lehrstuhls für Künstliche Intelligenz an der Technischen Universität Dortmund, die seit Jahrzehnten auf KI-Forschung spezialisiert ist. Das ist ja das Schöne, wir schreiben ja nicht nur die Mathematik auf und die Statistik, sondern an der künstlichen Intelligenz hat mich immer fasziniert, dass die Beschreibung, die wir aufschreiben, in einem Programm zum Beispiel, formal, das auch tut, was wir beschrieben haben. Also, ne, wenn ich genau beschreiben kann, wie jemand lernt, dann lernt das Programm. Aber vielen Menschen scheint das Thema künstliche Intelligenz Angst zu machen. Manche sprechen sogar davon, dass Roboter die Welt beherrschen werden. Ist das Science Fiction? Also erstmal finde ich interessant, wovor die Menschen Angst haben, weil das oft nicht die Dinge sind, wo ich Angst empfehlen würde. Sie geben Daten weg, sie kaufen die Alexa oder anderen Geräte und sie haben sofort das Smartphone akzeptiert, sofort als es kam, haben sofort da all ihre Daten eingegeben. Das sind Dinge, wo ich gedacht hätte, ein bisschen Langsamkeit hätte auch gut getan. Und letztendlich haben wir Menschen es selbst in der Hand, wo und wie wir KI einsetzen. Im Moment, also ich würde immer sagen, jede Gesellschaft bestimmt selber, wie sie diese unglaublichen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen möchte. Das heißt, jede Gesellschaft kann sich überlegen, was wollen wir denn mit diesen Dingen anfangen? Und dies könnte auch Vorteile im Alltag mit sich bringen. Zum Beispiel mehr Zeit? Von daher, ich hätte gerne mehr Menschen in Lohn und Brot und würde gerne mehr Potenzial freisetzen, indem die Arbeitszeit kürzer ist, sodass die Menschen nach der Arbeit auch noch sich in anderen Dingen engagieren können, die den Menschen vorbehalten sind. Eben sowas wie überlegen, was möchte ich eigentlich, wie möchten wir leben, wie wollen wir, dass die Kinder groß werden, was wollen wir denn da, wie können wir uns als Nachbarschaft organisieren. Alle solche Dinge, die Menschen unter Menschen abmachen. Für die hätten wir dann ja ein bisschen mehr Zeit und jeder hätte einen Anteil an Arbeit, damit er in diesem Prozess auch die eigene Wertigkeit erfahren kann. Das wünsche ich mir jedenfalls immer. Und welchen Mehrwert hat KI für die Wirtschaft? Ich lege mich aber nicht fest, wer am meisten profitiert, weil es ein gesellschaftlicher Prozess des Aushandelns ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die gesamte Gesellschaft, wenn sie mit weniger Ressourcen das Klima schont, was wir mit künstlicher Intelligenz definitiv machen können, dass sie dann alle viel glücklicher werden. Es kann aber auch sein, dass die Gesellschaft eine andere Priorität setzt und eben sagt, wir brauchen hauptsächlich Wirtschaftswachstum. Dann hat man ein anderes Beurteilungskriterium und dann optimiert man auch anders. Das heißt, je nachdem, wie die Gesellschaft beschließt, ihre Ziele zu setzen, so profitiert genau dieser Bereich dann am meisten von unserer Forschung. So oft kommt KI noch nicht zum Einsatz. Oder merken wir das selbst nicht mehr? Ja, tatsächlich glaube ich, dass einige Dinge den Menschen nicht bekannt sind, die es schon gibt, schon seit Jahren gibt. Also die personalisierte Werbung bei jeder Google-Suchfrage, hinter der sich eine ganze Industrie verbirgt von Zuliefererfirmen, die dafür sorgen, dass eine bestimmte Firma in der Auktion gut abschneidet. Das sind Dinge, die die Leute gar nicht sehen und die aber schon Realität sind. Was Realität werden könnte, ist, dass wir Verkehrsleitsysteme haben, bei denen wir direkt unsere Mobilität erfüllt bekommen. Multimodal, ganz verschieden, ohne dass irgendjemand ein Transportmittel besitzen muss. Sondern wir haben die Dienstleistung und die wird so gemacht, dass sie global ganz wenig Ressourcen verbraucht und jeder sofort und sicher an seinem Ort ist.